Einen wunderschönen guten Morgen aus Berlin, Großdölln. Wir haben heute den Samstag, den 3. November 2012. Wir sind relativ spät dran mit den Endläufen 2012. Und gleich geht's los mit der kleinen Klasse G7, G6. Die stehen schon am Vorstart. Und wir haben wunderschönes Wetter. Es ist nicht mal kalt. Es hat in der Nacht hat richtig geregnet, aber der Regen ist jetzt weg. Und wir hoffen, dass es so trocken bleibt den ganzen Tag. Und wir hoffen auf tolle Veranstaltungen und würdigen Saisonabschluss der deutschen Slalommeisterschaft 2012. So, wie gesagt, gleich geht's los und mal schauen, wo ich mich dann später hinplatziere. Im Moment bleibe ich hier stehen einfach, weil ich finde die Stelle mit den Schweizer sehr schön. Und ja, jetzt sehe ich gerade, da fährt die erste Startergruppe wohl die G7, G6, G4, G5 zusammen. Und gleich geht's los. Hier ist die schöne Schweizer Passage. Die gucke ich mir an erstmal. Das ist kurz nach dem Start. Und dann gehe ich ein Stückchen weiter. Also bis gleich. So, und es wird langsam ernst. Der Uwe Nowacik ist der erste Starter mit dem G7 Brilone Club Corsa. Und los geht's! Berlin 2012. Zum Training. So, der Winfried Ruhoff macht den Streckensprecher. Danke dafür. Da hören wir auch hier was. Und dann gucken wir uns das an. Der Uwe müsste gleich auftauchen. Da muss ich mich einschießen, zeitlich. Wie das klappt. Der kommt schon sehr schnell, angebraten, auch mit dem G7 Polo, Corsa natürlich, Entschuldigung. Okay, da ist eine relativ große Schleife, da haben wir auch Zeit jetzt auf Impressionen, und da ist er. Okay, da startet schon der zweite. Mal schauen, wie weit ich ihn folgen kann. Jetzt verschwindet er gleich und taucht er wieder nachher auf. Aber wo und wann? Keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin jetzt hier erstmal zum Testen und dann später gehe ich auch vielleicht Richtung diese Telefonzelle. Ah, da ist er. So, jetzt müsste der zweite Ball, da, immer noch da, okay. So, da ist der zweite, der nächste. Da geht jetzt ein Kameramann auf die Strecke und der Uwe ist im Ziel. Oh ja, das wird stressig sein, das wird stressig. Ja, da kann ich die Kamera pausenlos laufen lassen. So, der kommt jetzt. Thank you.
So, da müsste der nächste schon da sein, genau. Ah ja. Oh, Mario im Rallye-Stil. Schön abgefangen. So, da kommt der Jan. Der Renner ist leider nicht dabei heute. Da kommt der Derian. Ah, schön. Und der Björn. Und der Mario kämpft tapfer weiter. Licht an. So, da ist der weitere Teilnehmer am Start, also an die Strecke gegangen. Oh, hier ist, und gleich kommt der Björn zu seinem Trainingslauf. So, einer von den Male ist jetzt durch. Oh. Ja, leider ein bisschen schlechtes Timing jetzt.
Und der Manfred Vogt fährt als Dritter in der G7. So, klar, gleich kommt der Richard Rass und dann der Werner Pfleger. Und der Manfred wieder. Jetzt kommt bestimmt eine Hammerzeit von Richard. So, und gleich geht's zum ersten Wertungslauf. Okay, der Richard ist im Ziel. Okay, ich glaube, das ist die Carina jetzt. So, und es geht zum ersten Wertungslauf und da mache ich ein paar Fotos. Wenn die Carina jetzt auftaucht, ja. So, das war das Training jetzt in der ersten Startergruppe. So, wir sind schon im zweiten Wertungslauf der ersten Startergruppe und da ist jetzt der fünfte Teilnehmer, nehme ich an. Ich habe die Stelle gewechselt, ich will mir das jetzt von verschiedenen Seiten hier angucken. Ja, die Autos verschwinden leider teilweise.
Ja, die Strecke ist noch nass, man hört das auch. Ja, ich muss hier um 360 Grad drehen. Das ist gar nicht so einfach. So, da ist der Mario Nowacik. Und jetzt kommt der nächste schon. Angebraten. Der Klaus Mahle. Das ist ein kleines Rundstreckenrennen hier. Mit Pylonen zwischendurch. Ja, jetzt kommt die Passage, wo sich der Jan vorher gedreht hat, glaube ich, ja. Jetzt macht er das natürlich nicht. So, und weiter geht's. Schöner Streckenverlauf, schöne Fahrt. Oh, hier ein bisschen zu schnell.
So, Richard fährt mit seiner Lieblingsnummer, der 13, den habe ich schon oft mit 13 gesehen. Ups. So, und das war's jetzt. Wenn die Karina jetzt gleich ins Ziel kommt, dann ist die nächste Startergruppe dran. Die steht schon am Vorstart, ja, der Stefan Kruse mit seinem wunderschönen Ferrari. Und gleich geht's weiter. So, das war die erste Startergruppe G7 bis G5. Bis gleich.